Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind mit dem Blutdornen-Totembild unterwegs. Wir müssen jetzt in dieses Lager, Kultist-Camp. Kultisten-Lager-Camp, ja. Und wir haben ja recht gut begonnen. Wir haben ja jetzt auch mehr Items. Und es geht alles schneller, also es ist einfach ein schneller Bild. Und das freut mich natürlich riesig, weil ich dann auch viel weniger Parts machen muss. Aber auch im Endgame dann wirklich auch eher und schneller, gut vorwärts komme, als euch zu zeigen, wie ich leider immer wieder, irgendwelche Sachen machen muss, wie zum Beispiel Heiltränke-Spam. Nicht ganz so ausbalanciert Ende der Kampagne. Also es ist schon echt hart. Aber es liegt auch daran, dass wir einfach nicht so viel Zeit haben zum Grinden. Die Items auch fehlen. Und ja, kann man halt nicht so viel machen. Außer natürlich einen geeigneten Bild zu finden, der uns hilft, da einfach durchzukommen. Ein bisschen auch weiterzukommen mal. Und das ist der. Also ich finde, der ist ziemlich gut gestartet. Wieso gehst du jetzt hier hin? Ja, er baut eben auf Lightning Resistance auf, der er in Mana-Regeneration umwandelt mit der Rüstung. Die habe ich jetzt natürlich noch nicht an. Ich habe die andere Rüstung an. Die Blutrüstung, damit wir wenigstens einfach schon bluten übertragen. Und ja, die Rüstung werden wir dann so bald wie möglich eigentlich equippen, wenn wir danach Idole haben mit Bluten. Genau. Also Blitzschaden in Mana umwandeln. Und ich habe gesehen im Guide, es gibt über 280 Blitzresistenz dann. Aber wir bekommen keinen Schaden mehr über dann. Blitzschaden mehr über. Wie geil sein. Jo, andere Builds sind halt fehlgeschlagen. Entweder fehlte ein Item oder es fehlte an Defensive. Ging halt einfach nicht. Naja. Dafür machen wir die einfach weiter, wenn wir die Items haben dann. Und ja, bin mal wirklich gespannt, welche Builds dann so spielbar sind. Aber das Game ist halt wirklich mega grindy. Also, da braucht man halt wirklich manchmal gute Items. Zuerst, bis man die Builds machen kann vor den auch so Profis, die ja eine Builds machen, die man nicht machen kann. Weil einfache Builds, wie eben diesen Ignite, Warpath, Fortschneid vorher. Ja. Haben sie nicht. Der war so leicht. Aber es fehlte ihm an Defensive, weil ich einfach keine Items dafür hatte. Und Fortschneid hat halt einfach nicht gute Verteidigung. Ohne Schild. Das müssen sie unbedingt fixen. Weil mit Schild ist Fortschneid defensiv. Ohne ist es überhaupt nicht defensiv. Das ist das größte Problem eigentlich. Ja, was man so hat. Ein Ruck-Relikt mit Mana-Regeneration. Bin ich eigentlich sinnlos. Also sinnlos nicht, aber denke nicht, dass wir so viel Mana-Regeneration brauchen. Diese Klerik, die sind so übertrieben stark. Sehr übertrieben. Jetzt, wenn wir einfach nicht so Burst-Schaden machen, sind die so richtig nervig am Spam. Aber gut. So, jetzt haben wir hier Pferde. Jetzt müssen wir nur noch Health nehmen. Genau, wir waren ja sehr squishy wegen wenig Mana und so. Okay, den Wolf können wir eigentlich jetzt wegnehmen. Würde ich auch tun. Er bringt eigentlich uns nichts mehr, also zu sterben, also dass er stirbt. Und hier müssen wir, glaube ich, zwei reinlegen. Ja, machen wir das mal so. Ein Punkt mehr oder weniger ist auch egal. Dann haben wir schon. So, zwei Raben, genau. Aber das Spiel ist halt so motivierend, da muss man einfach durchgehen, also muss man halt einfach ein bisschen austesten, welches Bild für uns ist. Bei einem ist, oder?
Ja. Aber ich habe es einfach langsam satt, immer wieder zu sehen. Ja, das funktioniert nicht. Das hat einfach ganz normalen Action-Rollenspielen, Hack and Slays, dass man halt einfach mega grinden muss. Und das ist natürlich doof, wenn man jetzt nicht unbedingt so viel Zeit hat und so Sachen. Das sind halt wirklich zeitintensive Spiele, deshalb spielen viele die Games gar nicht. Aber wiederum sind sie auch sehr beliebt. Also, ja, es ist einfach ein bisschen nervig manchmal, echt. So langsam muss ich echt irgendwie ganzen Tag wahrscheinlich das Game streamen, damit ich Erfolg habe. Aber mit diesem Bild, auch wenn wir öfters sterben wegen der Defensive momentan noch, die Gegner machen mega viel Schaden. Das ist unglaublich, wie. Ja. Einfach wegen den vielen Unix, die ich jetzt trage und so. Man hat einfach auch wenig aushält. Ich tue die bald ersetzen, wenn ich jetzt nicht unbedingt mehr so abhängig bin von Minion Damage. Ersetze ich die natürlich, aber solange wir das nicht machen können, ja, ist das Bild natürlich auch schwer. Und das ist immer so, an einem Zeitpunkt ist ein Bild eigentlich immer schwer. Entweder am Anfang, klar, wenn man ein OP-Bild nimmt, oder eher später, wenn man halt nicht so ein OP-Bild nimmt später. Und ja, dazwischendurch. Aber das ist normal. Also es ist einfach so richtig so balanced geworden, dass man einfach immer wieder Probleme haben könnte. Aber das macht ja auch den Willen, dann wieder einen Charakter zu erstellen oder sonst irgendwas, Items zu suchen. Das macht einfach diesen Willen her. Deshalb ist es gar nicht so schlimm, nur einfach nervig. Also für mich ist es einfach nervig, dass ich so wenig Zeit habe für dieses Spiel. Ich muss jetzt echt wieder Let's Playen müssen, also weitermachen, klar. Also wird halt auch nicht gut geschaut, also ja, bisschen schon, aber ich meine, ich kann jetzt auch nicht Champions of Regnum spielen, wo ich gar nichts machen kann wegen dem Game Design. Also ja. Also die ganze Zeit zu verlieren, aber das macht keinen Spaß. Ich muss dort auch irgendwie an Items kommen und wenn ich jetzt nur in der Warzone bin, komme ich ja auch keine guten Items über, weil die Drop-Raten gerade nicht stimmen. Also das ist hier natürlich viel besser geregelt. Das sowieso nicht das Game eigentlich bringen. Und einfach ein bisschen Geduld haben. Und ja, in dem anderen Spiel mache ich natürlich Champions of Regnum, mache ich weiter, wenn er halt Drop-Boosts an sind und so weiter. Ja, das dauert halt noch. Ich mache jetzt diesen einen weg hier. So. Wir brauchen nämlich da oben den einen Not für die Totems, damit die mehr Schaden machen. So schnell wie möglich. Ich bin so überlegt. Jetzt müssen wir hier noch den Turm. Also was vor allem schwer an dem Game ist, die kurze Zeit, wo man ausweichen kann. Dass man natürlich nicht immer so gut am machen können. Hier hätten wir noch ein bisschen Crit. Aber das ist weniger. Gaspeed ist besser, Mana-Regeneration auch. Das ist nichts. Das ist zu wenig gut. Zu wenig besser. Oh, ein Geist, okay. Irgendwo ist ein Geist hergekommen. Die Monster werden manchmal auch sehr weit weg wieder angelockt, oder? Ja, zum Beispiel der Geist, der ein bisschen näher war, wieder angelockt. Und dadurch ist der Geist einfach dort gewesen, wahrscheinlich. Oder die werden einfach nicht besiegt, keine Ahnung. So Geister, die werden halt einfach so mit diesen raren Eigenschaften der Monster mal geprockt, irgendwann mal. Weiß nicht, wie es heißt, einfach so geisterhaft oder so Geistes. Kohorte. Ja. Ist halt alles Englisch noch. Man weiß auch selber nicht, wann Deutsch kommt. Ich denke so Mitte 2022. Denke ich mir mal. Seht ihr, wie stark der jetzt ist mit Homing Shot? Also, Totem ist ziemlich stark. Dass die auch gespammt werden, die Gegner. Keine Ahnung, ey. Ja. Manchmal ist es schon übertrieben, das Game.
Macht irgendwie auch Fun, wenn es halt auch mal ein bisschen schwieriger ist, wenn man ein bisschen unfair ist. Und manchmal die Drops einfach nicht stimmen, so 20 Mal das Slap zu finden. Ja, das ist auch irgendwie crazy. Werdet ihr dann sehen, wenn wir so Level 60 sind und so. Spawnen natürlich dann die ganze Zeit irgendwelche Unix. Sondern abwechslungsreiche. Also ich habe ja den einen Spellblade gemacht mit Reef auf Burning, allein auf Crit. Und mit Rens Aeo of Ren. Und ja, das war dann schon ein bisschen chaotisch, so mega High Level Temporal Rifts zu machen. Aber ja, das war auch wirklich ein Broken Build. Den habe ich selber gemacht. Und er war so stark, dass ich eigentlich Bosse one-hitten konnte. Und deshalb konnte ich so weit gelangen. Also ich hatte die Rifts alle fertig gemacht. Oh, ein Ring. Ring um meine Eier. Okay, die Damage aber nur prozentuell. Ah, Quicksilver-Keule wieder. Keine Ahnung, was der hier macht. Ist ja eigentlich ein Rockring. Ein Rügel. Rügelmanögel. So, der ist eigentlich auch schnell down. Der hat ja auch relativ viele Leben. So, dann können wir den Boss mal. Ich denke so. Eine Minute oder zwei, ja nein, eine Minute ungefähr wieder dauern. So, jetzt haben wir das auf den Alliierten, also alle Begleiter, die man so beschwört. Und dann haben wir das nur auf die Totems und dann haben wir keinen Cooldown mehr. Diesen Buff. Da haben wir 8 Sekunden. Aspect of the Crow. Genau. So, ja, noch drei können wir jetzt eintun. Sehr gut. Jupp, jupp. Also eben im letzten Part natürlich extrem schnell vorwärts gekommen. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir natürlich noch ein bisschen aushalten. Ich würde schon gerne nach dem Bosskampf natürlich die Items noch austauschen. Ja, so langsam. Ich weiß es nicht, ob es jetzt schon gut ist, sonst mache ich zu wenig Schaden dann plötzlich. Ja, nicht vergessen, die Krähen einzusetzen. Oh, macht auch viel Schaden, ne? Aua. Jetzt bin ich stecken geblieben. Ja, easy. Er dauert noch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Nein, weg da. Ja, also der Boss hat wirklich sehr viele Leben für den Spielstand, für die Charaktere, die jetzt hier ankommen. Aber gut, ich habe jetzt auch ziemlich gute Unix und alles Mögliche. Aber der Schaden ist trotzdem noch nicht so hoch, also. Ja. Gegen mehrere Gegner ist zwar Totem-Builds eigentlich super, also. Die Totenbilds sind eigentlich gegen mehrere Gegner eigentlich wirklich super. Und gegen einzelne sind sie manchmal ein bisschen schlechter, aber das liegt jetzt so daran, dass wir noch nicht so viel Blut aufbauen können. Wir haben noch nicht so viele Items dafür. Also Idole halt brauchen wir. Und die kriegt man halt erst. Ich nehme jetzt mal die Idole schon mit. Sonst mache ich das ja eigentlich nicht. Aber extra Idole schon früher. Sind natürlich sehr nützlich. Ja, dann mal schauen. Also, kommen sicher schnell vorwärts. Wir werden jetzt nicht unbedingt so viel, ja, so lange brauchen. Viel alle Gegner töten.
Aber manchmal nervt es halt auch, wenn die Gegner nachlaufen. So waschen, ja, ist nicht unbedingt so immer sehr effizient. Ich immer sehr viel schneller. Ja. Ich denke einfach, ja, sobald wir Schamanen sind, können wir viel besser rushen. Sobald wir auch manche Uniques haben, die wir unbedingt brauchen. Ich habe Level 60 vielleicht. Also wir brauchen zwei Uniques von Bossen in den Time Rifts. Und die erstmal zu bekommen, wird wahrscheinlich schwer sein. Und dann geht's leicht, denke ich mal. Wir brauchen halt so ein Relikt mit Blitzresistenz, damit wir natürlich mehr Mana-Regeneration bekommen. Das ist ein bisschen schwer. Ich weiß, wie schlecht die droppen. Da müssen wir ein paar Mal die Rifts durchmachen. Und ja, der Boss zwischen den Rift Corruptions, der ist so mega zäh. Also ich weiß es nicht, aber ich denke schon, es geht wirklich gut dann. Ich bin, also aus meinen Erfahrungen denke ich, wir haben nicht so gute, nicht so schwere Probleme. Ja. Ich freue mich drauf. Also der Boss, der Bild wird gut genug sein. Und eben Dots könnten aber auch ein bisschen brauchen. Nur der Bild wird einfach gesagt, dass er wirklich schnell Bosse killen kann. Wir mal schauen. Also für mich wird es sicher positiv ja, werden. So wie ich das jetzt schon kenne. Und der Bild ist natürlich nicht bekannt. Der ist wahrscheinlich schon ein bisschen in die Tiefen des Forums reingerutscht. Ich hoffe einfach, der ist nicht eine Lüge oder so. Ich glaube eher nicht. Schaut euch mal diese Effekte an. Die sind mega cool. Kugeln. Die sind der Saturn. Ja, den Buff kenne ich jetzt aber auch noch nicht so gut. Weil ich die Krähen jetzt auch noch nicht so oft verwendet habe. Bin ja relativ neu noch. Stirb. Ja, danke schön. Oh, komische Drache. Was der für Augen hat. So, dann schauen wir mal nach Bleeding Gewehrs, die tun ein bisschen mehr Sinn machen. Aus Physical Damage. Ja, Bleed Damage, Damage over Time bräuchten wir eigentlich. Also, ja, mehr Bleed Stacks, mehr Schaden, klar. Keine Ahnung. Ist das jetzt so? Nätschen soll, damit wir mehr Schaden machen. Bleed. Ich teile 2. Also Bleed hätten wir hier, aber das ist ja ein Sentinel. Ich will jetzt mal die Sachen schon mal raus hier. Ah ja, momentan wir haben ja hier. Hier sind ja die. Genau. Also Change to Bleed. Minion Damage. Also dieses Idol wäre das erste, das wir eigentlich gut gebrauchen können. Bleed on Hit nehmen wir natürlich mit. Und dann schauen wir noch. Anderen Idol. Necrotic Damage, ne. Minion Spell Damage wird vielleicht auch noch gut sein. Hier ist auch Void Damage. Okay. Das brauchen wir. Das Melee Change. Ja. Bleed Duration ist es ja nicht gerade so wichtig.
nehmen wir lieber den mit 12. Außen beide. Okay, nehmen wir den einfach auch mit. Und Physical Resistance vielleicht noch. Dann habe ich schon mal relativ gute Idole. Aber jetzt müssen wir uns noch ein bisschen defensiver machen. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was heißt defensiv uns machen würde, ohne dass wir viel Schaden erleiden. Also ich würde schon gerne die Rüstung mal dann austauschen können. Ich würde dann einfach mal noch ein Fach machen, wo ich einfach die Unix rein tue und danach den Parts immer anschaue. Ja, das viel defensiveres. Handschuhe. Die Handschuhe würde ich gerne mit irgendwas Defensives austauschen, aber wir haben halt nicht ganz so viel defensive Handschuhe. Da fehlt wirklich irgendwas sehr Defensives. Uff. Endurance vielleicht oder so. Lightning Resistance, aber das bräuchten wir noch nicht. Ey, ja, das wird schwer. Hier so Minion Health, Fire Resistance, Cold Resistance ist jetzt auch nicht so wichtig. Also wir sind momentan squishy, wir werden wahrscheinlich sterben, wenn wir nichts machen. Ich Cast Speed und Armor mal nehmen. Und uff, ist schwer jetzt defensiver zu werden. Eigentlich der da. Hat er Cold Resistance noch drauf? Wir nehmen mal die. Ein bisschen weniger Damage ist nicht schlimm. Ja. Vielleicht ein Shade sagen, wenn es geht. Wir haben aber gar keine guten Shade jetzt hier. Also momentan können wir nichts anderes machen, als einfach squishy sein. Wir bekommen ja Leben noch von dem Passiven über, aber Helfer-Ignoration wäre gut. 16. Wir verlieren halt einen Stärkepunkt. Ja, dafür machen wir mehr Schaden. So. Okay. Also. Ja, ich lasse jetzt den Ring einfach im Meta. So, wir müssen jetzt weitermachen. Gut, dann haben wir hier natürlich wieder den Weg nach Weiters zum Schamanen. Jetzt rasche ich ein bisschen mehr durch. Ich denke, ja, wir können ja mal sterben. Wir sind jetzt momentan. Ja, noch Deathless. Aber wir haben einen Punkt weniger. Ich mache jetzt hier auf. Pass Speed, Summoning Speed. Hä? Muss ich noch kurz schauen, sorry. Dazu muss ich hier auf Skills und dann Totem. Genau, 3, 3. Okay, mehr Totems dann später natürlich, wenn wir mehr Mana haben. Das bringt jetzt noch nichts, wir haben schon zu wenig Mana jetzt. So, jetzt ist unser Attack Speed von den Totems besser. Okay, nochmal so ein Brief auf Despair. Nice. Dann schauen wir mal, genau, hier müssen wir einen rein tun. Und eigentlich zuerst die oder zuerst die? Speed and Range, ja. Think Summoner Speed und Taunt Totem Cast Speed ist best zuerst. Ja, machen wir dann zuerst einen dort rein, also in den linken und dann wieder in den rechten rein. Und dann ist er ausgeskillt und dann können wir den linken nochmals nehmen.
Oder vielleicht mehr Tod im Set eigentlich machen dann. Da müssen wir aber die Rüstung tragen. Das ist ein bisschen schwer. Ist ein bisschen kompliziert, der Bild. Sonst müssen wir dieses Ziehsuchtzeugs auch wieder rausnehmen, damit wir mehr Schaden haben. Also, die Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich streng runtergegangen. Ja, wir werden sehen. Oder wir nehmen einfach den Mana-Mod-Nutz noch mit. Also, Skin ist manchmal nicht so leicht. Bei solchen Builds. Hier ein bisschen weniger Einsicht gehabt. Also, wenn ich jetzt nicht unbedingt verstehe, jetzt wieso jetzt dieser Not jetzt da viel mehr Sinn machen würde oder so. Aber ist ziemlich geil. Also, so macht das Spiel natürlich Spaß, so ein bisschen kniffeln. Nur nicht sterben. Genauso im Real Life nicht sterben. Ja, wir haben nur zwei Toten, so wir müssen jetzt unbedingt noch einen Toten mehr machen. Ja, hätten den Notes, von wir verloren haben, eigentlich machen sollen. Jetzt würde ich empfehlen, eigentlich Warcry. Warcry auf. Ja, da muss ich ja schon. Eigentlich hier oben Area. Heal on Hit. Healing. Ins Element wäre eigentlich auch cool. Invulnerability. Ja. Also ein Punkt darunter. Dann hier an nochmal Cleans Elements. Healing machen wir 3 Punkte. Okay, Away ist natürlich auch noch wichtig. Also hier, hier. Dann einfach mehr Heal. Und dann mal Duration ist auch 5 von 5, okay. Duration 5 von 5, Area 5 von 5 und hier 4 von 4. Okay, hab ich mir gemerkt. So, jetzt noch ein Level und dann haben wir ausgeskillt bei Primalist. Also jetzt um Bosse schnell zu besiegen, müssen wir einfach mehr Totems haben und dafür müssen wir einfach mehr Mana ausgeben für die Totems. Deshalb einfach mal nichts anderes benutzen, nur Totems platzieren. Wäre sehr effizient eigentlich. Da können wir auch wieder schnell rushen, aber das ist natürlich jetzt nicht so leicht. Bin mal gespannt, wie der abgeht dann plötzlich. Okay, aber der Schaden ist manchmal hoch. Scheinbar ist Gift momentan wieder broken. Durch die Legendaries wurde Gift wieder viel zu stark. Ich weiß nicht, welchen Bild ich verwenden soll mit Gift, aber denke ja. Ich werde es jetzt nicht ausprobieren, weil ich bin nicht der eine, der jetzt wirklich die OP-sten Builds einfach Gott nachkopieren möchte. Schön, dass die Krähen heilen. Also rüsten wir mal Schrei aus, aber nutzen wir nicht.
Ja, ist jetzt momentan auf Cooldown. Ich will wahrscheinlich, wie viel Mana das frisst. Hat sie überhaupt Mana frisst? Ja, 21, okay. So. Der hört sich so komisch an, so. Ja. Habe ich jetzt bis jetzt, glaube ich, nur ein oder zweimal verwenden können. Jetzt wurde ja seit dem neuesten Patch eigentlich wieder, also endlich auf Primalist runtergesetzt. Nicht mehr, ja, Beastmaster exklusiv, beziehungsweise einfach dort reinskillen. Jo, und jetzt kann man ihn natürlich öfters verwenden. Also ich musste den Schrei eigentlich nie defensiv skillen. Wäre eigentlich logisch gewesen, auch defensiv zu skillen, aber wir brauchten Attack Speed für die Minions und deshalb haben wir dort nicht defensiv gedingt. Oh, wie groß der Golem verbreitet war. Also ja, die Kugeln auseinanderlagen und groß waren. War das ein Bug? Kann schon sein, dass es ein Bug war. Der wurde auch wieder kleiner. Sichtlich. Sichtlich viel kleiner. So, genau. Dann müssen wir leider wieder schauen. Das weiß ich gar nicht. 3-3, okay. Ja, dann mache ich unbedingt. Genau. Und unbedingt 4 weiter. Hier bei 4-4-4. 4-4-3-3. Okay, dann ist logisch. Kann Heal you, ja, das wäre auch nicht schlecht. Genau, machen wir das zuerst, dann. Nice, also der Beat macht eigentlich Sinn, sehr viel heilen auch. Und hat eben Resistenzen. Hochschaden. Ist da logisch. Also eigentlich machen nur die Torn-Totems dann Schaden. Nur die. Ist ja auch logisch, also, ne. Bin der einfach der Beste, soll eigentlich den Schaden machen. Und die anderen Waffen. Ist der Warcry, der bufft. Die Krähenwaffen. Und der Blitztoten bufft. Totenhunter Toten. Wir müssen jetzt einfach die Toten so ein bisschen besser platzieren. Damit die auch wirklich die Gegner angreifen, die gefährlich sind. Und dann ist eigentlich alles relativ gut. Also, der Beat ist ein bisschen komplizierter beim Vorbereiten, beim Skillen oder beim Ausrüsten. Dafür ist er weniger schwer beim Spielen. Also, ja, hat er ja viele Buffs. Wir können eigentlich ständig laufen auch. Sehr gut. Also, wenn wir getroffen werden, dann einfach, weil wir natürlich auch. Vielleicht laufen. Also jetzt ist er momentan dadurch auch defensiv. Jetzt sind wir hier fertig. Jetzt haben wir hier noch 7 Strike und wieder mehr Leben. Leben ist halt anfangs wirklich sehr wichtig. Also auf Items ist jetzt nicht so, aber zu skillen ist Leben eigentlich sehr wichtig. Bei den Items solltet ihr ja auf Schaden momentan noch machen. Damit ihr nicht den zweiten Schlag noch kassiert oder so. Und später, ja, müsst ihr eher auf Leben, auf den Items natürlich auch schauen. Lebenresistenz, also Endurance Charges, also Endurance Sachen. Zum Beispiel Dodge. Das ist sehr wichtig in solchen Spielen. Ich meine, ihr stackt ja auch den Damage, oder es geht ja meistens den Damage. Besser solltet ihr auch defensive Items dann eher ausrüsten. Haben wir Legendary Potential? Ja. Ein, natürlich. Erst. Ist ja logisch. So, easy gewesen. Ja, jetzt geht es wieder langsam ein bisschen vorwärts. Jetzt sind wir wieder stärker geworden. Auch wenn wir den Buff jetzt nicht verwenden, diesen Warcry, haben wir jetzt einfach langsam wieder so ein bisschen das.
Ding. Ja, vor allem von den passiven Skills. Beziehungsweise dieses Level erreicht, wo es ein bisschen leichter wird. Sehr schön. Ich glaube, wir werden nicht mehr Schamanen in diesem Part, aber wir werden jetzt natürlich schauen, dass wir durchrushen können. Der Healer ist sicher stark, also ich muss mich jetzt auch gar nicht mal so sehr anstrengen, nicht getroffen zu werden. Das ist einfach das mit den Krähen schon genial. Dass die so heilen können und buffen können, die Bodens. Die machen schon viel mehr Schaden durch die Krähen alleine. Richtig schön. Je mehr Schaden ihr macht, natürlich bei Fähigkeiten, desto größer ist auch das Blut, der Blutschaden. Der andere dort, zum Beispiel Gift und so. Das ist natürlich nice. Ob viele Spinnen hier noch runterkommen. So, hier oben müssen wir durch. Nice, also. Jetzt macht es gerade wieder sehr viel Spaß. Einfach weil wir ja auch noch Schamane gleich werden. Es ist irgendwie komisch, dass wir Beastmaster gar nicht anrühren. Da eigentlich ja das Minions sind. Aber wir rühren den Druiden noch an, damit. Muss ich gut schauen. Jetzt nicht sicher. Ich glaube, der Druide hat irgendwie Angriffsgeschwindigkeit noch für Minions. Geh weg. Mann, das. Ich mag dieses Loot Last Epoch Tool nicht. Das ist so mega schwer zu bedienen. Genau, der Druide hat dann Wind Interleaves. Das bringt natürlich schon Attack Speed für die Totems. Genau. So. Ja. Also was bei tools.com ist, ich klicke drauf und es geht nicht. Die Tasten gehen nicht. Obwohl ich drauf geklickt habe. Keine Ahnung, was da nicht jetzt gerade so gut ist. Ist halt noch ein bisschen Bug. Und das Raum da hat immer ein bisschen herumzuschauen. So, natürlich mehr Heal. So, und hier haben wir bald, ja, wir haben bald ein Level. Genau. So, also nicht mehr skillen, sonst habt ihr zu viel gesteckt. Also 20 und dann habt ihr natürlich gut Punkte dann in der zweiten Klasse. Also ihr braucht zum Beispiel zwei Waffen oder so tragen zu können oder so. Alles klar, dann müsst ihr noch mehr in die erste Klasse verwenden. Und diese Spezialisierungen sind natürlich erste Wahl. Bei unserem Bild würden wir dann eigentlich relativ schnell aber auch den Druiden skillen. Damit wir einfach ein bisschen mehr Tech-Speed bei den Toten haben. Ich weiß nicht ab wann, aber wir werden es ja dann sehen, wenn es logisch ist. Wir brauchen ja auch die Spriggen. Summon Spriggen. Nicht so defensiv. Jetzt sind wir mal auf dem Boden. Genau, ich brauche einen Toten mehr, bitte, liebes Spiel. Jetzt level den. Nein, nicht den. Nicht die Krähen. Oh. Die gute. Ice Stone. Was so viel Increases Spell Damage? Nehmen wir mit. Vielleicht wird Ice Thorns. Nein, es wird ersetzt. Wir nehmen es nicht mit. Wir werden das nicht mehr brauchen. Ice Stone wird komplett ersetzt. Im nächsten Patch schon. So. Die Items jetzt zu durchsuchen ist es auch nicht so wichtig.
Wir müssen mehr schnell vorwärts kommen. Also, wir brauchen einen Toten mehr, genau. Ja, der Killspeed steigt schon. Aber gerade sind die Gegner ein bisschen sehr. Also gegen Boss und so macht die natürlich dann wieder ein Drittel mehr Schaden. Habt einfach weniger Mana, aber das ist klar. Zu viele Gegner. So. Ja, der Case-Speed ist doch recht groß. Oh, ja, ihr musstet denken, ist klar. Die Krähen, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt immer aushalten alles. Aber wenn wir mehr Killspeed haben, sind die Krähen auch nicht so verwundbar, denke ich. Vielleicht bekommen sie auch noch Defensive über. Also wir sollten einfach Minion helfen, nicht vermeiden. Also, ja. Also noch ein bisschen Minion Health auf dem Item sein, damit die überleben. Und sonst, wenn sie sterben, ja, beschweren sie einfach genau. Also wenn sie jetzt bewusstlos sind zum Beispiel, dann wiederbeleben und sonst einfach natürlich wieder heilen. Oder beschwören wieder. Also ist jetzt hier unten rechts die gewesen. Komisch. Da haben wir auch noch einen Bug. Also wenn man hier auf die kleinen Symbole kommt, sein. So, und rechts ein großes Symbol, also wenn es aufgeht. So. Gut, die Gegner sind ja nicht so schwer. Ich nie. So richtig in den Stuhl versuchen. Es ist jetzt schon spät. 52 jetzt, ja. Ja, ich bin meistens so nach 2, 3 Stunden ausgeruht. Gehe meistens um 10:30 ins Bett. Also 22:30 Uhr. Dann mache ich auf, bin sofort fit. Ja, Livestreams aufnehmen, Let's Plays aufnehmen. Und dann vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Dann bin ich meistens genug müde, um wirklich zu schlafen. Das ist die beste Taktik, wenn man so wenig Schlaf hat. Ich bin so schnell wieder regeneriert, das ist unglaublich. Das ist für mich schon ein bisschen belastend. Es ist eine Stunde und ich bin topfit. Und dann, wenn du länger schläfst, dann bist du so richtig eingeknittert. Fühlst du dich so richtig im Bett versunken. Weil du da einfach zu lange gelegen hast. Energie eigentlich schon wieder verbraucht hast im Bett. Für die Leute, die natürlich sehr lange schlafen oder liegen müssen, für die, in denen ist es ja besser, länger im Bett zu bleiben. Aber die, die so richtig ultra fit sind wie ich, es ist unglaublich, wie schlafen, zu lange schlafen, mühsam sein kann. Also ihr werdet dann immer wie müde. Und deshalb wache ich dann wieder auf und mache irgendwas. Und weil ich da nicht anders machen kann, außer Let's Plays aufnehmen oder so, mache ich natürlich dann das. Ich muss ja sowieso noch eine Serverbeschreibung alles machen. Einen Server spawnen und alles von Minecraft, vom Bravoia Server. Das
ist eine harte Arbeit und das mache ich am liebsten dann in der Nacht, wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Jo. Die Konzentration ist halt viel besser. Und dann beginne ich wahrscheinlich wieder um 7 Uhr mit Livestream. Heute geht ja alles und deshalb kann ich ja den ganzen Tag jetzt Livestream. Vielleicht mal einen 24-Stunden-Stream machen, aber das ist ja für meine Gesundheit auch nicht so gut, weil ich schwer krank bin. Also ich habe meistens so Oktober, November habe ich so 8-Stunden-Streams gemacht, 10-Stunden, 11-Stunden-Streams und das reichte, dann war ich komplett müde. Jetzt haben wir gerade recht viele Gegner wieder. So. Hier, Heal Alias müssen wir noch machen, natürlich. Schauen wir kurz, welche Nodes. Ja, wir machen jetzt einfach das hier. Weil die zwei Nodes müssen wir komplett und das. Und es ist eigentlich logisch, dass wir da nicht mehr, genau, keine mehr nachholen müssen. Also hier, hier und hier. Dann ist eigentlich der Warcry ausgeskillt schon. Ich sehe jetzt diese Geschwindigkeit von den Projektilen gar nicht so richtig. Die sind jetzt schon so schnell. Möchte jetzt eigentlich irgendwie an mehr Mana kommen. Ja, wir haben jetzt auch mehr Mana, also. Genau. Dann machen wir einfach das. Als nächstes beim Toten. Mit Blitztoten bekommen wir ja auch jetzt über. Vielleicht muss ich den gar nicht so auswählen. Okay, ist ein großer Gegner. Das ist mir gar nie aufgefallen. Der war so schnell wahrscheinlich tot. Oder ist neuer hinzugekommen hier? Ich glaube, im letzten Mal beim Wirbelwind, Fortschneid, Burning Fortschneid habe ich dann noch gesehen. Weil natürlich dauerte. Mit Ignite hat man jetzt nicht unbedingt so schnell Gegner gekillt am Anfang. Ja, auch Poison ist jetzt nicht so stark am Anfang, vor allem Bleed. Aber ihr seht, wir machen natürlich genügend Schaden. Also, der Blutschaden ist eigentlich wahrscheinlich wenig jetzt momentan, eher so der ganz normale Physical Damage. Genau. Nicht so viel Health Regeneration beim Primalist. So, dann werde ich mal hier gleich beim Gegner, der jetzt gerade kommt, ja, den Part beenden. Und im nächsten Part bin ich dann kurz vor diesem Eingang dort. Weil das Zurücklaufen ist natürlich ein bisschen lang. So, der Gegner kommt gleich. Ja, danke, dass hier so im Weg steht. So, dann. Also dann, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.